Glück, ich kenne meine Heimatstadt nur von Besuch. Mein Glück, mein Vater hat unsere Heimatstadt schon vor über 30 Jahren verlassen. Nach Telefunkenzelle. Ja, ich war in Ferien manchmal dort bei Oma und den Tanten und Cousinen. Jetzt heißt es, unsere Stadt ist wieder frei. Und was heißt das schon? Der Krieg ist vorbei in Kobane, ja, vorbei. Der IS ist vertrieben, die Terroristen sind weg, ein Glück. Nun gut, sie sind woanders jetzt und morden dort, sie vergewaltigen woanders, entführen dort, enthaupten da. Unser Kobane ist frei. Ja, und meine Cousine und was sie noch blieb von ihren Kindern, wollte so schnell es geht zurück dorthin. Zurück nach Hause. Das Flüchtlingslager in Türkei verlassen und nach Hause. Ja, aber was ist Kobane hier zu Hause jetzt? Raketen schlagen keine mehr, geschossen wird nicht mehr, aber gestorben wird noch immer, wird noch lange werden. Kobane ist verseucht mit Munition, mit Explosionsgerät. Die Hilfsorganisationen haben Sprengkörper gefunden aus Russland, aus Belgien, aus Ex-Jugoslawien, aus den USA, aus der Türkei. Pro Quadratmeter 10 Munitionsteile im Durchschnitt. Fliegerbomben bis 1000 Kilo, Blindgänger von 700 Luftangriffen, dazu die Selbstmordattentäter, dazu die Autobomben, die Kofferbomben, 80% der Stadt, 80% von meinen Kobanen in Schutt und Asche. Und Schutt und Asche sind für mich Ruinen, weiter explosiv, Sprengfallen, überall Sprengfallen, weiter sterben, weiter tödliche Gefahr in Wohnungen, Wohnungsresten, in Autos, in Autowracks, in Wassertanks, in Olivenhaien, Sprengsätze, Sprengfallen. Wie soll da eine Rückkehr ins normale Leben? In Leichen gar Sprengsätze. Du wirst doch als erstes die Leichen bestatten, wenigstens das. Doch Leichen auch mit Sprengsätzen. Du wirst eine Leiche bestatten und wirst selber... Ja, sie haben jetzt aufgehört damit. Zu viele neue Leichen, jetzt lassen sie die alten Leichen lieber liegen. Dann wollte meine Cousine zurück. Mit ihren letzten Kindern. Sie ist inzwischen auf dem Balkan. Sie hängt fest in diesen Tagen irgendwo im Niemandsland zwischen Griechenland und Mazedonien. Aber immerhin schon so weit. Zum Glück. Staub und die Hände der Wolken rissen ihn zum Himmel. Es kam der Regen, traf die Erde, eine rote Rose kam hervor, aber nichtsdestotrotz werden wir uns wieder erheben. Wir werden ein Haus bauen aus zwei Steinen. Ach, geliebtes Haus, mein geliebtes Haus.